Hanna? Ja, Papa? Hanna, ach, da bist du. Die Schule hat gerade angerufen. Bei Max fallen 4 Unterrichtsstunden aus. Ich dreh durch. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Ich erreiche die Babysitterin einfach nicht. Alles gut, ich hol den ab. Wie, du holst den ab? Ich hol den ab, ich mach das. Du bist doch im Abi-Stress. Ja, ich lass den da jetzt nicht an der Schule stehen. Ich hol den ab. Mach dir keine Sorgen, alles gut. Du bist ein Schatz. Ich alles gut, Papa. Okay. So, jetzt komm nicht zu spät. Beeil dich. Ich danke dir. Alles danke, gut. Danke. Bis nachher. Ich ja, bin in tschüss. Circa in 2 Stunden bin ich wieder da, okay? Natürlich bin ich gerade im Abi-Stress und hätte eigentlich lernen müssen, aber mein Vater hatte noch einen Termin, meine Mutter war noch auf der Arbeit und die Babysitterin war nicht erreichbar. Natürlich springe ich da ein und hole meinen Bruder ab. Au! Was passiert? Alles okay? Ja, bin nur ausgerutscht. Och nee. Mein Gott, was machst du denn für Sachen? Wirklich? Knie? Sag mal her. Tut weh oder geht? Geht. Geht? Mhm. Mein Gott, bist du klappt. Guck mal. Darfst du jetzt auch was aus der Küche holen, was Süßes, okay? Danke. Max? Max? Alles, was? Alles okay? Was passiert? Was ist los? Jetzt 112. Rettung in letzter Minute. Ich ruf den Arzt. Warte, alles gut. Setz den Rucksack mal ab. Notruf Feuerwehr, wo genau ist der Notfallort? Hallo, Hanna Wichmann hier. Mein Bruder, der kriegt keine Luft mehr und ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, Frau Wichmann, ganz ruhig. Sie müssen mir sagen, wo Sie sind. Holunderweg 32. Der kriegt keine Luft mehr. Was soll ich machen? Versuchen Sie, ich höre ihn im Hintergrund husten. Das ist schon mal gut, er muss weiter husten. Ja. Was ist denn vorher passiert, dass er keine Luft bekommt? Ich mach's ihn mal kurz auf Lautsprecher. Der ist in die Küche gegangen, der wollte was Süßes holen und dann hat er angefangen zu husten. Also er hat, nachdem er was Süßes geholt hat, hat er schlecht Luft bekommen und hat angefangen zu husten. Ich war gar nicht mit dabei, also der hustet einfach gerade, der kriegt keine Luft. Okay, ganz ruhig. Gut, Frau Wichmann, wie alt sind Sie? 18. Okay, darf ich Hanna sagen? Ja, natürlich. Okay. Alles klar. Hanna, Hilfe ist auf dem Weg. Sie müssen sich jetzt erstmal beruhigen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir Ihrem Bruder helfen, ja? Okay, ja. Okay. Versuchen Sie ihn mit dem Husten. Funktioniert das gar nicht, dass er das rausgehustet bekommt? Nee, nein, der kriegt hier gar keine Luft. Hanna, unsere Notrufgeberin, hat alles versucht, ihren Bruder noch mal zu animieren, so richtig kräftig zu husten. Das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen bin ich noch einen Schritt weiter gegangen, habe Hanna angewiesen, sie soll sich auf den Boden knien, ein Knie anstellen und ihren Bruder bäuchlings übers Knie legen. Ich habe ihn jetzt über meinem Knie. Alles klar, Hanna, jetzt mit der flachen Hand auf den Rücken schlagen. Ganz feste. Ah. Hanna, alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles gut. Okay. Ja. Ach, okay, er hat was ausgespuckt. Okay. Alles klar, Hanna, super, das haben Sie super gemacht. Ja, das. Oh. Wie geht's dem Bruder jetzt? Ja, einigermaßen. Aua. Der hat Halsschmerzen. Das ist Brause oder was? Das mein ist. Mund tut ja. Weh. Oh, der Mund tut weh. Der Mund tut weh, okay. Soll er irgendwas trinken oder was? Trinken? Nein, trinken auf keinen Fall, Hanna. Er darf nichts trinken. Okay, Sie machen können, ist, nehmen Sie ein Glas Wasser und er kann sich den Mund ausspülen. Ja, okay. Aber nicht runterschlucken, auf keinen Fall, ja? Ja, ja, okay. Ich habe Hanna dann angewiesen, sie soll schon ein Glas Wasser holen. Kann Max auch Wasser geben, aber nur, um den Mund auszuspülen. Um einfach dieses schaumhaltige Mittel aus dem Mund zu bekommen. Weil Max klagte auch mittlerweile über Schmerzen im Mund. Es brannte und dass es sich da nicht um Brause handelt, war in dem Fall für mich eigentlich schon klar. Hanna, die Rettungskräfte sind gleich bei Ihnen, ja? Ja, okay, ja. Ich bleib jetzt einfach in der Leitung. Wenn was ist, einfach sagen, ja? Ja, okay. Ja. Wichtig ist, dass er jetzt wieder atmet. Das haben Sie super gemacht. Sie haben ihm damit das Leben gerettet. Okay? Ja, ja. Und alles Weitere klären auch gleich die Kollegen vor Ort. Die schauen mal, wo das Problem noch liegt. Ich hol dir mal deinen Teddy. Aua.
Ich war total nervös. Ich bin ja kein Erste-Hilfe-Profi, aber der Mann am Telefon hat mir dann total gut geholfen. Und nachdem Max dann das vermeintliche Brausestück ausgespuckt hat, dachte ich eigentlich, es wäre alles okay. Dann hat er aber angefangen zu sagen, ich habe Halsschmerzen, ihm brennt alles. Das war ja auch nicht normal. Hallo, bin wieder da. Oh, Mama. Hallo. Mama, den Max hat irgendwas verschluckt. Was verschluckt? Max? Hallo? Ja, ja, ist gerade dran. Hier, guck mal. Hallo? Hallo, hier ist der Notruf Feuerwehr. Hallo, wer ist denn da jetzt? Ich bin die Mama von Max. Kirsten Wichmann. Frau Wichmann. Geht's dir schon? Alles klar, Frau Wichmann. Können Sie mir mal einen Gefallen tun, das Telefon wieder auf leise stellen? Ja. Dass wir beide sprechen. Ja. Hanna hat die Versorgung von ihrem Bruder super abgeleistet. Sie hat alles getan, was ich ihr gesagt habe, und hat ihrem Bruder das Leben gerettet. Ich habe der Mutter gesagt, sie soll das Telefon auf leise stellen, weil ich halt den Verdacht einer anderen Geschichte hatte, dass es sich halt nicht um einen Brausebonbon handelt, und wollte Hanna damit nicht beunruhigen. Habt ihr das auch dann mitgeteilt, nachdem das Telefon auch stumm war, weil die Symptome, die dort aufgetreten sind, gar nicht mit einem Brausebonbon übereinstimmen? Ich habe sie dann nochmal angewiesen, sich das Objekt anzuschauen, was Max dort ausgespuckt hat. Und das, was sie mir gesagt hat, das war natürlich das Allerdramatische, was wir uns überhaupt vorstellen konnten. Oh, das riecht nach Seife. Okay, ich dachte oh da schon. Oh Gott, das ist das Spülmaschinen-Tab. Wieso Spülmaschinen-Tab? Ich hab vorhin das Spülmaschinen-Tab dahin gelegt. Das war. Max, hast du sowas gegessen? War das sowas? Oh mein Gott, ja, es war ein Spülmaschinentab. Als dann rauskam, dass das gar kein Brausebonbon war, sondern Spülmaschinentab, da habe ich mir natürlich total Vorwürfe gemacht. Ich meine, ich habe das da liegen lassen. Das war meine Schuld. Können Sie mir sagen, welches das ist? Weil dann kann ich da schon mal weitere Informationen einholen. Saubere Sache heißt das. Okay, also es ist ein ganz normaler Spülmaschinentab, die einzeln verpackt sind. Genau, genau. Alles klar. Frau Wichmann, ich bleib noch in der Leitung. Die Kollegen, die treffen ein. Schauen Sie mal, kann Ihre Tochter mal schauen? Kannst du gucken? Gehen? Geht's dir gut? Frau Wichmann, ganz wichtig. Im Moment können Sie gar nichts machen. Ganz wichtig, Frau Wichmann, ist, dass Sie der Ärztin oder dem Arzt sofort erzählen, dass das ein Spülmaschinentab war. Alles klar, ja. Okay. So ein Spülmaschinentab hat natürlich, ja, massive Inhaltsstoffe, die lebensgefährlich sind. Zum einen schäumt es massiv, es hat ein schäumendes Mittel. Da sind Wirkstoffe drin, die ätzend sind. Da sind Laugen drin, die zu Verätzungen der Atemwege, der Schleimhäute führen. Da kann es zu Verschluss der Atemwege kommen. Atemnot, Atemstillstand, Tod. Es war in dem Fall wieder mit allen zu rechnen. Hallo. Hallo. Grüße Sie. Ui, schon alles raus. Ja, Gott sei Dank. Na, wir haben gehört, es ist ein Spülmaschinentab. Ja. Gegessen worden, verschluckt worden. Ich grüße Sie erstmal. Hallo. Hermann ist mein Name. Hallo, wer bist du? Oh, mein Mund. Au. Dein Mund. Wer bist du denn? Weh. Was ist passiert? Au. Du hast einen Spülmaschinentab gegessen. Au. Ja, komm, wir verkabeln ihn erstmal. Haben Sie schon mal ausgespült? Ja, hat er, ja. Ausgespült. Okay. Wie lange ist das her? Wann hat er das eingenommen? Viertelstunde. Hi, grüß euch. Hi. Könnt ihr ihn erstmal verkabeln? Das, was wir wissen, ist irgendwie ein Tab gegessen, halb gegessen. Kommst du mit? Auf jeden Fall mal die. Wir wollen mal zum Spülbecken, dass er nochmal ausspucken kann. Wie sieht's aus bei ihm? Ja. Ich mal auf. Kannst du ich muss erst mal wissen, tun? Was ist das für ein Spülmaschinentab? Genau. Verpackung, was haben Sie da? Klären, was das ist. Vorsicht, mein Junge. Und würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Würdest du beim Giftnotruf anrufen? Dass wir genau klären können, was es ist und was wir machen können. Wenn der Verdacht auf eine Vergiftung vorliegt, ist es immer gut, schon vor dem Notruf den Giftnotruf anzurufen, um sich Informationen und Handlungsanweisungen zu holen. Am allerbesten ist es natürlich, Putzmittel, ätzende Flüssigkeiten, aber auch Spülmaschinentabs immer gut verschlossen zu halten. Ist das das? Ist das das, genau? Ja. Wie viel hat er davon genommen? Das alles. Das sieht nach einer Hälfte aus. Okay, das so ein kleines Stück. Es war nur eins, an dem man die Knabber. Ich hoffe es. Okay. Wie viel war es denn? Wie viel hast du denn gegessen davon? Eins nur. Okay. Und hast schon viel ausgespuckt wieder? Das ist von dem einen noch? Ja? Okay, perfekt. Dann verkabeln wir dich jetzt mal. Ja? Okay. Sie sind die Mutter? Ja. Nur machen nur die Sättigung gerade. Nur die Sättigung, das reicht. Gibt es irgendwelche Sättigung ist 98, Frequenz ist 71. Perfekt. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, Allergien?
Nichts. Okay, gut. Das sieht schon mal gut aus. Hast du irgendwelche Symptome? Der hat gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Er hat hier so ein bisschen Brennen, ein bisschen roten Mund. Ansonsten ist alles draußen. Ja, wir haben eben noch mal gespült. Im Mund ist nichts drin. Ich rufe die Giftnotzentrale. Pass auf, du rufst jetzt an. Du hast das. Leitstelle Köln für den 1F1 kommen. Ja, machen wir das so? Jungs. Ist das bei euch angekommen? Ich werde jetzt die Giftnotzentrale. Alles gut, tut das weh? Der Mund tut weh. Okay.